Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Jo, wir sind am fröhlichen Bauen. Ich glaube, das werde ich nochmal abreißen. Hier noch eine Verlängerung rüber machen und da dann den Raum erst machen. Einfach, um das ein bisschen aufzuteilen, damit es schöner wird. Und wir müssen dann einen Gang speziell dafür bauen. Jetzt weiß ich auch, warum das in der Luft steht, mehr oder weniger. Ja, das muss man halt auch wissen, ne? Dass das hier wahrscheinlich gar kein Zugang ist, sondern nur da. Jo. Ich weiß aber nicht, ob ich so in die Höhe bauen kann. Das kann ich, glaube ich, überhaupt noch nicht. Das ist ganz interessant. Okay. Ich würde sagen, ich reiße das jetzt nochmal weg. Oder besser gesagt, ich baue zuerst hier nochmal einen Gang. So. Das schaut dann schon bald besser aus. Den bauen wir auch fix. Zack. Das reiße ich jetzt nochmal weg, das Verbindungsstückel. Das reiße ich auch weg. Ja. Geht sich noch aus? Nein. Schnell, hoppala, schnell auftauchen. Und dann wäre es mal gut, dass wir unsere Seemotte ausprobieren. Indem wir mal dann die Rettungskapseln besuchen und ein bisschen Siedlungsarbeit machen. So, weg mit dem Zeug nochmal. Keine Energie. Ach, hupf doch in den Gatsch. Zwei leere Batterien? Ja, natürlich. Gut. Ja, das kommt vom Herumprobieren, ne? Gut. Das schaut auch lustig aus, so halb aufgelöst. Sowas würde man brauchen heutzutage, oder? Einfach mal so mit einem Gerät Häusel bauen, fertig. Oder? Ja, servus. Ich brauche eine Batterie. Kupfer haben wir da. Was habe ich noch gebraucht? Ich bin doof, ich habe es vergessen. Säurepilz war es, glaube ich, ne? Der ist hier drüben drin. So. Dann bauen wir mal. Zack, zack. Batterie. Jawohl. Passt. Dann können wir den Einsäurepilz wieder hier lagern. So, für die Batterien, für die leeren, brauche ich dann auch noch einen Platzl. Weil, wer weiß, vielleicht haben wir wirklich richtig Glück und wir können das wieder aufladen. Die da. So. Ja, das ist alles nicht so einfach, meine Lieben. Ja? Das ist alles nicht so einfach. Da fällt mir aber gerade ein. Wie zum Henker soll ich das denn anstellen? Ich habe ja nichts, was höher wird. Ich habe nur das. Ich kann ja nicht... Das geht ja nicht, oder? Dass ich das in die Höhe bauen kann? Dass es nach oben schaut? Das wird ja auch gar nicht funktionieren, fällt mir gerade ein. Das ist echt... Das ist wirklich... mysteriös. Das muss ich schon sagen. Kann ich den dann tatsächlich nur von außen betreten? Das könnte ja auch möglich sein, ne? Dass ich den vielleicht wirklich nur von außen betreten darf? Halt. So. Das bauen wir gleich. Weil das könnte ich mir halt auch vorstellen. Dass man... Hoppala, den Scannerraum nur von außen betreten darf. warum passt du jetzt da nicht mehr rauf? dieses Ding macht mich fertig, echt. Hallo? Ich glaube, das ist einfach ein buggy Klumpert, oder?
Ich glaube, das ist ein Buggy-Glumbert. Jetzt probiere ich noch was. Und zwar, wo war denn das? Hier? Ja. Ein Buggy-Glumbert-Sondergleichen. Ich hole mal kurz Luft. So probiere ich noch was aus. Und ich glaube, man kann den Raum tatsächlich. Ich weiß zu dem Ding nichts mehr zu sagen, ehrlich. Was stimmt nicht mit dir? Das geht da vielleicht echt nur hier, oder was? Ich bin da gerade überfragt. Okay, Kupfer, Gold und Tischkoralle fehlen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, oder? Schaut ja auch doof aus. Warte mal, das gefällt mir alles nicht. Ah, es ist wurscht. Ach, was soll's. Kupfer, Tischkoralle und was war noch? Ich habe kein Kupfer mehr, ne? Gold war, glaube ich, noch, oder? Kupfer, Tischkoralle, Gold war, glaube ich, oder? Kupfer habe ich keines mehr. Glaube ich, hier ist auch keins mehr drin, oder? Aber doch, habe ich noch da. Ich weiß da nichts drauf zu sagen, ehrlich. Das ist über alle Maßen sonderbar, wirklich. Ich belasse es jetzt einfach mal so. Es schaut hässlich aus, keine Frage. Ich bin damit auch nicht unbedingt glücklich, aber ich bin ehrlich gesagt verzweifelt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das dann noch so gewollt ist. Und dann werde ich einfach hier eine Luke dran bauen. Wenn ich einen Quarz habe, mache ich das mal und dann schauen wir uns das mal an, oder? Das ist sonderbarst, wirklich. Vielleicht bekommt man noch Teile, wie man das hier besser verbinden kann. Vielleicht muss ich das erst finden, auf der Aurora oder so. Keine Ahnung. Also da bin ich jetzt echt mal ein Quäntchen überfordert. Gut. Ich werde, glaube ich, da oben ein paar Pflanzen jetzt roden. Werde mir somit was zu essen machen oder holen, besser gesagt. So. Hol mir gleich mal das Pflanzerl da drüben. Das Schnabuli. Habe ich Platz? Das futtere ich dann gleich weg. So, zack. Zwei, drei. Das essen wir mal. Eins, zwei und drei. Und nochmal, bis der Baum weg ist. So. Dann sind wir gestärkt. Einmal noch Jamiras. So. So. Passt, jetzt sind wir gesund. Also genährt. Ja, in Gottes Namen. Probieren wir halt unser Seemütchen aus. Und ich würde sagen, das ist alles sonderbar. Habe ich jetzt noch Platz? Na. Das muss ich noch wegschmeißen, also reinschmeißen in unseren Lagerplatz. Unbedingt noch. Da muss ich zuerst zur Rettungskapsel. Muss ich schauen, die Upgrades für die Seemotte. Ob da was geht. Dann zwei Medikits tun wir weg. Ich tue die leeren Batterien ausnahmsweise hier rein. Die Tischkorallen kommen hier rein von mir aus und das auch. Und das Titan kommt hier rüber. So, jetzt haben wir ordentlich Platz. Bisschen was zu trinken haben wir mit. Das wird wohl hoffentlich genügen. So, fürs Erste. Dann schauen wir mal, ne? So.
Bitte einsteigen. Wow. Welcome aboard, Captain. Jo, grüß Gott. So. Und zwar, da drüben wird's mit 300 Meter Tiefe. Hochrangigen Passagier, Passagiers an Bord. Ich würde sagen, probieren wir mal da drüben, ne? Ja, das geht doch um einiges schneller, glaube ich, ne? Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal, ne? Da runter zu tauchen, schauen, wegen Scannen. Ah, falsch. Zuerst Rettungskapsel. Genau das wollte ich zuerst. Ich muss ja schauen, ob es brauchbare Upgrades gibt hier für die Seemotte. Und dann schauen wir uns das Rettungskapsel nochmal an, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist schon sehr komfortabel, muss man echt sagen. Sehr komfortabel. So. Habt ihr recht gehabt. So. Ja, wie schaut es eigentlich mit Ernten aus? Kann ich hier im Schiff was machen? Na, da muss ich aussteigen, ne? Okay. Ja, ist ja auch wurscht, ne? Man kann nicht alles haben. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich solche... Ah, das könnten Upgrades sein vielleicht. Solche Mods sozusagen. Dass man vielleicht so Greifärmchen dazu kriegt, dass man dann was ernten kann. Auf jeden Fall eine Waffe wäre cool, dass wir diese großen Bestien mal umhauen können. Das wäre super. Das geht echt flott. Muss man echt sagen. Ja, ja. Und so viel Energie verbraucht man gar nicht. Das ist nice. Gefällt mir. So. Gleich sind wir da. So, langsam. So. Dann aussteigen. Rein hier. Das ist echt praktisch. Wirklich praktisch. Bin sehr zufrieden. Dann. Seemotten. Abwehrsystem. Ja. Tiefenmodulstufe 3 vergrößert die sichere Tauchtiefe bis zum Maximum. Ja. Zyklop brauchen wir noch nicht. Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Mit Seemotte und Krebs kompatibel. Nehmen wir mit. Solargerät lädt Energiezelle der Seemotte. Ja, ja, ja. Das auf alle Fälle. Gut. Das ist jetzt auch überhaupt kein Problem, hier hin und her zu switchen, ehrlich gesagt. Haha, das freut mir. So, das nehmen wir auch mit und tschüss. Das freut mir. So, und wie bringe ich jetzt hier einsteigen? Ich steige jetzt einmal ein, ne? Nach Möglichkeit. Wie schaffe ich es jetzt hier? Ach so, das jetzt da einfach so? Nein, wie soll das jetzt gehen? Dass ich hier bei der Seemotte das jetzt da... Ah, da muss ich zurückfahren wahrscheinlich, gell? Kann das sein, dass ich bei dir, dass das nur geht bei dieser mobilen Fahrzeugstation? Dann muss ich noch was kurz schauen. Wartet mal kurz. Seemotte ist ein schnelles und bla 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 und Dings. Ja, genau, das haben wir schon. Datenbank, Signal, das da. Seemotte ist blau, das ist gut. Kameradrohne. Kamera 1, 2. Rettungskapsel. Rettungskapsel meine. Okay, okay, okay. Kameradrohne. Kamera 1 und Kamera 2. Aha, das kann man... Aha, dann wäre das auch gut, dass wir die bauen. Vielleicht können wir dann nämlich unser Zuhause hier besser... Besser... Hoppala. Warte mal, bevor du da Vollgas gibst. Ich komme gerade nicht schmeißen. Oh, wo ist denn die Aurora da drüben? Ah! Ja, nice! Unser Zuhause wird echt markiert. 1 und 2. Das ist super. Das ist echt super. Das gefällt mir. Ich Trottel hätte das viel früher bauen sollen. Ach, das ist jetzt echt, echt eine Erleichterung. Muss man schon sagen. Aber
Soll ich jetzt wirklich sofort zurück? Wenn ich jetzt schon in der Nähe bin von der Kapsel? Wäre schon besser, fast zuerst zur Kapsel hin hier, ne? Ja. Achso, warte, ich kann nur 200 Meter tief, ne? Ah, da muss ich doch zuerst zurück. Meine Güte, Entschuldigung. Ja, ja, meine Güte, Entschuldigung. Aber wir sind eh schneller jetzt, sehr viel schneller. Das wird schon. Duck. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ein... Ist er tot? Ups, ich habe gerade ein Klubschi nieder... zusammengefahren. Ups. Ja, fällt das jetzt unter Wildschaden? Dumm. Oh, das arme Tier. Es tut mir gerade voll leid. Oh weh. Ja, zum Glück ist das nur ein Spiel. Die Kapsel Nummer 3. Die habe ich aber schon jetzt fertig, ne, oder? Ich glaube schon, ne? Bin jetzt voll zufällig hin. Da. Nicht trödeln. Zocki, gib Gas. So. Jawohl. Das ist echt voll cool mit der Kamera. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist cool. Cool, cool. Das Wasser hier im Ozean ist auch super. 27 Grad hier oben, das ist okay. Ist die Seemotte jetzt radioaktiv geschützt? Ich frage das jetzt bewusst wegen der Aurora. Hm. Keine Ahnung. Aber wir sind schon zu Hause. Man sieht schon richtig gut. Es wirkt echt gut so in der Nacht. So. Passt. Einmal verlassen. Danke, kleine Motte. So, eintreten. Mit der Tür ins Haus. Grüß Gott. So, ja. Ich bin, glaube ich, falsch. Ich wollte nach oben. Jetzt ist die Frage, ob die Seemotte jetzt auch ganz oben sein muss. Bei diesem Ding da. Da ist es. Ob ich da mit der Seemotte hin muss? Hoppala, das schaut etwas komisch aus. schauen wir mal. Benutzen. Fahrzeuge. Zyklop, da kann man nur bauen, ne? Wie zum Teufel? Kann ich jetzt bei der Seemotte? Das bringt sie auch nichts. Das sollte aber dann schon so irgendwie gehen. Oder? Ich probiere einfach mal. Na, das klappt so nicht. Wie kann man das jetzt ranbauen? Geht das dann nur bei der Dockstation? Weil wozu hat man die Slots? Oder muss ich mir noch was anderes bauen dazu? Das könnte auch sein. Ist ja Blödsinn, oder? Zyklop, 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 Zyklop. Effizienzmodul, bla bla bla. Solar, bla 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 bla. Leiter, bla bla. Pflanztopf. Modifizierungsstation. Brauche ich sowas? Ha, das könnte sein. Haha. Innenmodule. Na, das wird eher für mein Taucherdingens passen, oder? Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Zeug jetzt machen soll. Essen. Wie kann ich das verwenden? Wenn ich hier so drinnen bin, muss ich hier R drücken? Nee. Ich habe wirklich keinen Schimmer.
Muss ich mir vielleicht die Seemotte nochmal bauen und ich habe das da, die Teile dabei oder was? Das, da bin ich jetzt. Ja, ist schon gut. Das Auftauchen mag er nicht. Was mache ich mit dir, Schätzchen? Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich probiere es mal mit einem Reparaturwerkzeug. Na. Ich habe keine Ahnung. Konstruktion passt nicht. Das passt nicht. Muss ich das scannen? Nee, oder? Wozu soll ich denn das scannen sollen? Jetzt ist die Frage. Gibt es hier vielleicht irgendwie eine Möglichkeit? Hier wären zum Beispiel, das sind nur Lichter, oder? Bin ich echt? Vielleicht sollte ich lesen. Na, warte mal. Vielleicht sollte man lesen. Bauplan. Ausrüstung, Lichtstab. Lichtstab, eine tragbare, batteriebetriebene LED-Lampe, die einen Bereich von 360 Grad schwach beleuchtet und an allen möglichen Oberflächen angebracht werden kann. Ja, das ist mal wurscht. Kernreaktor. Erneuerbare Energiequelle sollte normalerweise zum Betrieb einer kleinen Basis ausreichen. Für alles andere gibt es Kernkraft. Super. Angetrieben von bis zu 4 austauschbaren Uranbrennstäben. Das kann man brauchen, ne? Die Brennstäbe niemals ohne kompletten Strahlenschutzanzug austauschen. Reaktor niemals übersteuern. Kernenergie ist ideal für energieintensive Unterfangen wie Selbstversorgerkolonien mit mehr als 20 Personen, industrielle Außenposten mit mehreren Docks und schwerem Gerät. Und, das untere kann ich schwer lesen, weil verlassen, da, da steht. Forschungsstation mit lebenden Forschungsobjekten. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von sowas. Datendownloads, das machen wir auch ein anderes Mal. Warte mal. Baupläne, bla bla bla, Energiefahrzeuge. Die Seemotte. Seemotte ist ein Ein-Personen-Tauchboot mit einer unabhängigen, austauschbaren Energiezelle im hinteren Schacht. Und vollständig anpassbar. Energieeffizienz, bla bla bla. Bla bla bla. Achtung, diese Module können nur in einem Tauchdock mit Fahrzeugerwartungs... Ach, leck mich doch am Buckel. Gut, dann geht das nicht. Gut, dann geht das nicht. Dann hauen wir das gleich weg. Also, in den Lagerdings und dann, jetzt habe ich wieder super Zeit vertrödelt. Super, da brauchen wir einen Tauchdock. Ach, schön. Hätte ich mir ja denken können. So. Das nehme ich lieber mit. Ich brauche Platz jetzt für die Module. Super, echt. Das ist Träumchen. Ich mache mir noch schnell was zum Saufen. Und dann geht's schon weiter. Das heißt, wir müssen die Aurora ein bisschen erkunden. Wahrscheinlich. Demnächst. Und ich werde jetzt nochmal zur Kapsel rüberschwimmen. Das war jetzt echt fail. Das war echt fail. Also zur Kapsel rüber, die 300 Meter tief ist. Wird wahrscheinlich unser Schifflein etwas Schaden nehmen, aber was soll man machen? Ist halt so. So, schnell dorthin. In der Hoffnung, dass ich was scannen kann und dann was Brauchbares vor allem. Ja, und dann werden wir den Part beenden, würde ich sagen. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Scheißlich ungut, wirklich wahr. Das war klar. Darum habe ich wahrscheinlich gewartet mit den... hier mit den Dingens, mit den Maschinen, damit ich das Tauchdeck-Dock habe. Dock, 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 dock. Bringt mir aber überhaupt nichts, weil
Ich muss wahrscheinlich erstmal tiefer tauchen oder in die Aurora rein, damit ich das lernen kann, ne? Ha. Wäre logisch. Tja. Dann schauen wir mal, was unser Schiffchen aushält. Auf jeden Fall das Tauchdock wäre echt schön zu haben. Denn mit Solarenergie, die Energie der Seemotte aufzumotzen, wäre halt schon super. Ist ein ganz super tolles Upgrade, glaube ich. Vor allem brauchen wir dann keine blöden Batterien mehr bauen und alles, was Solar ist, ist sowieso krass. Ding, ding, ding. Aha, wo bin ich denn hier gelandet? Kann ich gleich mal schauen, ob es hier Quarz gibt, ne? Ich bin irgendwie unabsichtlich tiefer getaucht, als ich wollte, glaube ich. Aber wenn es hier Quarz geben würde, würde ich es mitnehmen gleich. Aber ich glaube, ich... Da finde ich jetzt eh keins. Wow. So. Wo ist mein Ziel? Na? Da. Ja, ey, wo sind sie denn? So. Ich habe gerade auch überhaupt keinen... Achso, Meter. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie tief ich schon bin. Stimmt gar nicht. Steht ja alles da? Das hier wäre ein Quarz gewesen, ne? Au! Sag einmal! Was ist mit dir? Bist du rauschig? So, ich will kurz aussteigen. Ich will mir den Quarz da holen. Ja? War nur kurz. Ah ja. Da wäre ja auch was, ne? War ich hier schon fertig? Ich habe keine Ahnung. Hä? Was ist da los? War ich hier schon fertig? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist hier vielleicht wieder so ein Teil? Scanner-Raumfragmente, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Na nö. Jawohl, geht ja. Das habe ich eigentlich schon. Ich wollte jetzt nur mal schnell klupschen. Ob ich hier schon alles haben tue. Aha, muss ich hier wahrscheinlich schon den Laserschneider verwenden, dass ich rein darf. Das könnte sein. Wow, ist hier nichts. Das könnte sein. Da ist nichts. Nein, ich glaube, hier waren wir schon, ne? Scanner-Raumfragment. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, ja. Seemottenfragment. Ja, ja, da waren wir schon. Bin ich mir recht sicher. Bioreaktor. Mm. Ja, ja. Nochmal Bioreaktor. Ist wurscht, kann man ein bisschen Titan mitnehmen, ne? Ist egal. Ja, ja, da waren wir schon. Ja. Aha. Aufschneiden. Ja, ja. Können wir das... Sollen wir hier bleiben und das erforschen? Können wir Luft holen, ganz dringend? Dumm. Können wir eigentlich machen, oder? War ich da schon... Ich war da noch nicht drin, ne? Habe ich meinen Laserschneider mit? Ich hoffe. Laserschneider. So, probieren wir mal, wie der funktioniert, oder? Muss ich da was machen? Achso, ich muss einfach draufhalten. Der macht's eh von selber. Okay. Gut zu wissen. Passt. Dann gehen wir nochmal Mötchen. Wo bist du? Schnell Luft holen. So. Noch ein bisschen näher ran. Ich will da jetzt mal rein. Ich will das mal schauen. Oh, das war zu nah. Entschuldigung. Das war zu nah. So, jetzt ist besser. So, was haben wir denn da?
Versorgungskiste. Wasser. Okay. Dann nehmen wir mal. Aha, da geht's weiter zum Aufbrennen. Okay. Dann brennen wir auf das ganze Hittel. Jetzt wäre es komisch, wenn ich Überlebende finden würde. Ich meine, wahrscheinlich eher nicht, aber... es wäre komisch. So. Hallo. Ich glaube, da gibt es Dinge zum Scannen. Ich freue mich. Da haben wir schon was. Schubkanonenfragment. Brauche ich nicht mehr. Aber hier herüben wahrscheinlich, warte. Mobile Fahrzeugstation. Fahrzeugstation vor allem. Ein schönes Bild. Was haben wir da? Datenbox. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Okay. Das war's. Mehr nicht. Ich meine, ich brauche eh schon wieder Luft. Mobile Fahrzeugstation. Kannst du gleich das Ganze holen. Laserschneider. Oh mein Gott. Ich muss schnell raus. Wow. Motti. So. Die ist echt praktisch. Ich liebe sie. Servus. Ja, bitte einmal Luft. Dann gehen wir noch einmal kurz schauen. Ich habe es leider nicht hingeschafft zur Rettungskapsel, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Stattdessen schaue ich hier nochmal kurz. Hier kann man noch was öffnen, okay? Hallo! Okay! Versorgungskiste, noch mehr. Noch mehr Wasser. Was ich eh gleich brauche eigentlich. Geht's hier auch noch weiter? Ich glaube nicht. Langsam. Ist hier noch was zu scannen? Na, was ist das? Nix. Schließen. Was haben wir da? Nix. Hä? Wofür gibt's denn Raum? Geht's hier weiter? Na. Das ist jetzt komisch. Hier ist was. Laserschneiderfragment. Aber sonst ist da nichts, wie es ausschaut. Ich sollte mal Licht machen. Na. Schaut nicht aus. Ja? Ja? Ich mache mich schon wieder weg hier. Dufte. Tschüss. Einsteigen, bitte. Einsteigen. Danke. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier, ne? Ganz interessant, haben wir das hier quasi auch schon erkundet. Ich meine, wir kannten schon alles. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns wirklich auf die Suche nach dem Schiffchen da drüben. Nach der Rettungskapsel. Und ja, schauen, was die Schönes haben für uns. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Oh, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.